Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich dir die 10 besten WordPress-Plugins für 2021. Viel Spaß! Ja, okay, ich gebe schon mal zu, der Titel Die 10 besten WordPress-Plugins ist schon ein bisschen Clickbait, denn natürlich gibt es nicht die 10 besten WordPress-Plugins, denn WordPress-Plugins sind ja immer auch nur dann die besten Plugins für dich, wenn sie auch wirklich für dich relevant sind. Aber ich zeige dir Plugins, die ich sehr oft nutze, beziehungsweise einige dieser Plugins nutze ich quasi auf jedem WordPress-Projekt. Und wie viele meiner Zuseher wissen, habe ich schon viele Projekte auf WordPress-Basis umgesetzt, da ich ja eine eigene Webdesign- und Online-Marketing-Agentur betreibe. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch mehrere eigene Projekte, alle auf WordPress-Basis. Und somit habe ich natürlich viel Einblick in die diversen Plugins und auch schon viel Erfahrung gesammelt. Und ich möchte dir in diesem Video jetzt einfach mal 10 wirklich empfehlenswerte Plugins zeigen. Die meisten davon sind kostenlos und einige davon benötigt man auf so ziemlich jeder Webseite. Bevor wir losstarten, noch kurz der Hinweis, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, hier gibt es Tipps und Tricks rund um WordPress Online Marketing, Online Geld verdienen, Webdesign, Elementor und so weiter. Also ein Abo lohnt sich und würde mich wirklich freuen. Und wenn dir das Video gefällt, dann freue ich mich auch über einen Daumen nach oben. Vielen Dank! Alle Plugins sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt und es gibt auch einen Blogbeitrag von mir mit den 20 besten WordPress-Plugins. Einfach auf meiner Seite robert-leitinger.com vorbeischauen, Link auch in der Videobeschreibung. Okay, starten wir los. Das erste Plugin, das ich so ziemlich jeden empfehlen würde oder auch für so ziemlich jede WordPress-Webseite empfehlen würde, das ist Updraft Plus. Das ist ein kostenloses Plugin, Backup-Plugin, und meiner Meinung nach ist das auch das, von den kostenlosen Plugins ist das beste Backup-Plugin. Mit Updraft Plus kann man, wie gesagt, eben Backups machen, komplette Backups oder nur Backups der Datenbank. Man kann diese Backups natürlich im Backend speichern, du kannst sie aber auch automatisiert auf andere Speicher wie Dropbox etc. schicken lassen. Du kannst eben Backups automatisiert durchführen lassen, diese dann automatisiert auf einen anderen Speicher schicken lassen. Also Updraft Plus ist ein Backup-Plugin, das ich auf jeden Fall empfehlen würde. Irgendeine Backup-Lösung brauchst du immer und verlasse dich nicht auf Hosting-Backups. Nutze eben hier auch selber, also erstelle selber Backups, und da würde sich Updraft Plus wirklich lohnen. Das Plugin kannst du einfach über das Backend von WordPress mit einem Klick installieren und ist eigentlich auch ziemlich leicht in der Bedienung, aber es wird auch ein Backup-Tutorial hier auf dem Kanal noch geben. Das nächste Plugin, das ich empfehle, das ist leider nicht kostenlos, das ist Borlabs Cookie. Ein notwendiges Übel, würde ich mal sagen, also ein Cookie-Plugin, das eben auch die Funktionalität bietet, die man benötigt. Sprich, wenn man jetzt zum Beispiel Tracking- oder Analyse-Cookies einsetzt, dass diese gesperrt werden bis zur aktiven Zustimmung, dass Inhalte gesperrt werden können, außer der Nutzer stimmt zu. Und ich habe hier verschiedene Lösungen ausprobiert. Ich habe hier auch kostenlose Lösungen ausprobiert. Ich habe andere Alternativen, Compliance etc., was es nicht alles gibt, ausprobiert. Aber ich bin immer wieder auf Borlabs zurückgekommen. Und ich muss halt sagen, Borlabs ist halt einfach so einfach. Also du kannst es wirklich eben, du kaufst dir das, lädst es runter, installierst es als Plugin und dann kann, Borlabs trifft mehr oder weniger die Einstellungen mehr oder weniger automatisch. Also Borlabs findet zum Beispiel eingebundene Videos, dass du Google Maps eingebunden hast, und du kannst das dann einfach mit einem Klick konfigurieren und so weiter. Und was auch nicht ganz unwesentlich ist und was für mich auch ein Grund war, zu Borlabs zu greifen anstatt zu anderen Cookie-Plugins. Also ihr werdet sehen, dass alle meine Projekte oder auch meine Firmenwebseite, die verwenden alle, also da wird überall Borlabs verwendet. Und das ist eben deswegen, Borlabs hat eine verhältnismäßig gute Zustimmungsrate im Vergleich zu anderen Cookie-Plugins. Und das ist eben auch ein Faktor, denn wenn nur ganz wenige Leute zustimmen, dann wird dein Tracking so weit verwässert, dass du dich halt vielleicht an irgendeinem Punkt fragen musst, ob es
sich lohnt, dann überhaupt noch ein Tracking durchzuführen, ob die Daten dann eben noch valide sind oder für dich noch aussagekräftig sind. Deswegen, wenn du ein Cookie-Plugin verwendest, das dir eben auch eine relativ gute Zustimmungsrate bietet. Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, wie gut die Zustimmungsrate bei mir ist, aber ich glaube auf jeden Fall über 80%. Da bekomme ich dann eben noch Daten raus, mit denen ich wirklich gut arbeiten kann. Und von der Bedienung her ist es eben auch einfach und die Oberfläche gefällt mir sehr gut. Borlabs Cookie, ein Übel der DSGVO geschuldet, aber kann ich nur jedem empfehlen. Das nächste Plugin, das ich empfehlen kann, das ist für alle, die Sharing-Buttons einbinden, und da ist eben auch die DSGVO, die uns da wieder oft einen Strich durch die Rechnung macht, und zwar Sharif Rapper, nicht Rapper, ist ein Plugin, mit dem man DSGVO-konforme Social Sharings einbinden kann. Das Problem ist nämlich zum Beispiel, ich nutze auch Elementor und so weiter und die haben auch diese Sharing-Plugins, aber die haben nicht diese Zwei-Klick-Lösung und Sharif hat das. Ich bin sonst kein Freund, der für jede kleine Funktionalität irgendwie ein extra Plugin installiert, aber das ist eben eine gute DSGVO-konforme Möglichkeit, um Sharing-Plugins einzubauen. Also ich denke, das ist für alle interessant, die einen Blog betreiben und die natürlich auch möchten, dass die Beiträge in Social Media geteilt werden und so weiter. Auch mit Statistiken, die man aktivieren kann, man kann das anpassen. Also ein Lightweight-Plugin für Sharing-Funktionen nutze ich übrigens auch auf meiner Webseite auf robert-leitinger.com. Das ist eben auch Sharif Rapper, also hier unten, wenn man das sieht, kommt eben von diesem Plugin. Nutze ich natürlich nicht auf jeder Webseite, aber da, wo ich eben Sharing verwende, da nutze ich genau dieses Plugin. Das nächste ist wieder ein interessantes Plugin, das gibt es auch in der Premium-Version, nutze ich aber nur in der kostenlosen Version, und das ist für alle Blogger interessant. Das ist Gutenberg Blogs bei Cadence Blogs. Das ist ein Lightweight Plugin, das den Gutenberg Editor erweitert, und zwar mit ziemlich vielen Features, die man benötigt. Zum Beispiel wird hier ein Inhaltsverzeichnis, das hat ziemlich viel Funktionalität, die dir eben nativ im Gutenberg-Editor fehlen. Ich habe schon, ich ziehe es gar nicht in die Länge, ich habe nämlich zu Cadence Blogs schon ein komplettes Video gemacht, das verlinke ich dir entweder hier oben oder natürlich wie alle anderen Links unten in der Videobeschreibung. Damit hast du eben, du kannst eben Slider einbauen, du kannst ein Inhaltsverzeichnis, diverse Infoboxen und so weiter. Also alles sinnvolle Ergänzungen, weil diese im nativen Gutenberg Editor fehlen, kannst du eben hier oder ein FAQ-Widget und so weiter, also ein FAQ-Block, ich sage immer Widget, ich bin so Elementor getriggert, eben verschiedene Blocks für Gutenberg, die wirklich sinnvoll sind, und eben das Plugin ist eben auch auf Performance optimiert, und deswegen empfehle ich von den unzähligen Gutenberg Plugins immer wieder Gutenberg Blogs bei Cadence Blogs. Okay, das nächste Plugin, das ich für fast jede Webseite empfehlen kann, das ist RankMath oder auch Yoast SEO. Also ich habe, RankMath wurde ziemlich gehypt, als das damals rauskam. Ich glaube, vor 2 Jahren ist das jetzt ungefähr her. Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe auch ein Review zu RankMath auf meiner Webseite verfasst. Und ich habe dann auch mal bei neuen Projekten RankMath genommen. Yoast hat mittlerweile aber auch nachgebessert und einiges verbessert und auch in der Performance verbessert. Also Yoast SEO oder RankMath, aber die meisten Webseiten kommen doch um ein SEO-Plugin eher nicht herum, nicht jetzt wegen dieser komischen Ampel und so weiter, aber einfach nur, weil Yoast oder RankMath eben neue Funktionen hinzufügen, die auch eben nicht nativ in WordPress integriert sind. Zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man Meta Description und Title Tag anpassen kann, dass man diverse Seiten von der Indexierung ausschließen kann und so weiter. Und für sowas ist ein SEO-Plugin schon gut. Nicht wegen der komischen Ampel. Das ist vielleicht für Anfänger und Einsteiger mal ganz, auch eine gute Funktion. Aber ja, die wesentlichen Funktionen sind einfach, dass WordPress ein bisschen im Bereich SEO optimiert wird noch und neue Funktionen bekommt. Neue Werkzeuge, die man dann zur Verfügung sozusagen hat, um auch bessere Rankings erzielen zu können.
Okay, das waren mal so allgemeine Plugins. Jetzt kommen wir Plugins, die vielleicht nicht jede Webseite braucht, aber auch für viele interessant sind. Und dann komme ich zu meinem absoluten ultimativen Lieblings-Plugin. Und ihr wisst es natürlich, die mir schon länger folgen, weil es auch mehr zu dieser Thematik auf meinem Kanal gibt. Und das ist eben Elementor. Das ist meiner Meinung nach der beste Page-Builder für WordPress nach wie vor, auch im Jahr 2021, und wird es auch in naher Zukunft auf jeden Fall bleiben. Elementor gibt es auch in einer kostenlosen Version, Elementor gibt es aber auch in einer kostenpflichtigen Version, Elementor Pro. Ich nutze Elementor Pro für meine Projekte und auch für Kundenprojekte. Ich habe zu Elementor Pro auch schon mehrere Videos auf meinem Kanal gemacht. Schaut einfach auf meinem Kanal, scrollt die Videos durch, da findet ihr ganz viel über Elementor oder natürlich auch einen Testbericht, einen Review zum Nachlesen. Ich werde es euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Das ist ein toller Page-Builder und in der Pro-Version einfach das Ultima Ratio, sage ich mal. Also einfach wahnsinnig gut, weil da kannst du wirklich hast einen eigenen Theme-Builder dabei, einen Pop-Up-Builder, du hast so viel mehr auch sinnvolle Funktionen. Also Elementor, wenn du dir einen Page-Builder suchst, dann würde ich dir Elementor empfehlen. Wenn du aber sagst, du machst jetzt ein komplettes Projekt so extremst auf Performance optimiert, wobei man Elementor auch gut optimieren kann und sich auch stark verbessert hat in letzter Zeit, aber dann kannst du natürlich generell auf jeden Page-Builder verzichten und du nimmst dir ein schlankes Theme, so wie GeneratePress und so weiter. Aber sobald du mehr machen möchtest und auch optisch mehr machen möchtest und du einen Page-Builder benötigst, dann auf jeden Fall greif zu Elementor und nicht zu einem anderen Page-Builder. Ist halt meine persönliche Empfehlung. Andere würden dir vielleicht Divi empfehlen und so weiter, aber ich glaube, mit Elementor bist du schon, oder ich bin mir sicher, mit Elementor bist du gut unterwegs. Gut, dann auch wieder ein Plugin für einen speziellen Einsatz, werden viele nicht benötigen, aber die es benötigen, das ist auch so ein Standard, das ist eben Advanced Custom Fields, nutze ich sehr oft, nutze ich aber in der kostenlosen Version, funktioniert auch gut mit Elementor. Was ist Advanced Custom Fields? Mit Advanced Custom Fields kann man eben neue individuelle Felder quasi erstellen und diese zu den Beiträgen hinzufügen und die kann man dann eben im Frontend ausgeben lassen. Das klingt jetzt suspekt für jeden, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, aber nur damit man es besser versteht, was das eigentlich ist. Wenn ich jetzt zurückgehe auf meine Webseite, hier bin ich in dem Elementor-Testbericht und hier unten zum Beispiel steht Stärken, also da ist so eine Review-Box mit einer Bewertung und so weiter, also Features, Nutzerfreundlichkeit, Preis-Leistung, Stärken, Schwächen und so weiter. Und diese ganzen Daten kommen aus den Advanced Custom Fields. Das heißt, ich habe mir für meine Testberichte einfach Advanced Custom, also so individuelle Felder erstellt, die ich zu meinen Testberichten automatisiert hinzufüge. Und bei meinen Testberichten habe ich mir halt ein Layout mit Elementor gebaut, wo genau diese Advanced Custom Fields ausgegeben werden. Das heißt, diese Kombination aus Elementor und Advanced Custom Fields, und dazu wird es auch ein Video geben, damit kannst du dann auch als Non-Coder, also wenn du nicht coden kannst und so weiter, so ziemlich jede Art von Webseite umsetzen und bauen. Also es ist ziemlich genial eben, und wie gesagt, ohne Coding-Verständnis. Also Advanced Custom Fields, eine Top-Empfehlung für mich, allerdings natürlich nicht für jeden und auch schon gar nicht für jede Webseite, sondern nur Spezialeinsatzgebiet. Das nächste ist auch wieder Spezialeinsatzgebiet, aber falls du das Amazon Affiliate, also falls du mit Amazon Affiliate Geld verdienst, da gibt es auch schon ein Video von mir, verlinke ich dir in der Videobeschreibung oder verlinke ich dir hier oben, dann würde ich dir das Amazon Affiliate WordPress Plugin empfehlen. Auch auf meiner Webseite gibt es dazu ein Review. Das soll ich auch noch verlinken. Ich hoffe, ich vergesse nicht die ganzen Dinge zu verlinken. Genau, das ist einfach, damit kann man eben Produktboxen von Amazon einbauen und so weiter. Ich habe da auch schon ein Video dazu gemacht, zu Amazon Affiliate und eben wie gesagt ein Review hier. Also das ist ein Plugin, das ziemlich günstig ist und das dir aber hilft, dass du wirklich deine Umsätze mit dem Amazon Affiliate Programm deutlich steigern kannst. Also diese Investition lohnt sich für jeden, der das Amazon Affiliate Programm nutzt, ist aber natürlich auch ein Spezialeinsatzgebiet. Trifft jetzt nur eine kleinere Gruppe von Leuten. Okay, das nächste Plugin ist ein ganz uninteressantes Plugin, aber vielleicht für manche extrem wichtig. Und zwar, das ist ein SMTP-Mail-Plugin. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das ist, ganz einfach. WordPress versendet ja E-Mails, zum Beispiel Systemnachrichten an die von dir eingegebene E-Mail-Adresse, aber auch zum Beispiel E-Mails, wenn du ein Kontaktformular einbaust und so weiter. Und es kommt so oft vor,
dass es Probleme mit dem Versenden von E-Mails gibt. Das liegt daran, dass WordPress die E-Mails über die PHP-Send-Funktion versendet, aber nicht über einen SMTP-Mailer. Und bei manchen Hosting-Anbietern wird diese Funktion aus Sicherheitsgründen gesperrt oder eingeschränkt auf die Mail, die beim Hosting hinterlegt ist und so weiter, damit hier kein Missbrauch betrieben werden kann und so weiter. Ich will jetzt nicht lange herumreden, aber es kommt bei vielen WordPress-Webseiten vor, dass Mails nicht versendet werden, sei es jetzt System-Mails oder sei es jetzt Mails über ein Kontaktformular. Und dann denken viele, ach, warum funktioniert Happy Forms nicht, warum funktioniert Contact Form 7 nicht oder ist das Elementor-Kontaktformular kaputt? Nein, es liegt nicht am Kontaktformular in der Regel, wenn du es normal konfiguriert hast und die richtige Mail eingegeben hast, sondern es liegt in der Regel daran, dass es von WordPress nicht versendet wird. Und dann ist die Lösung so ein Post-SMTP-Plugin. Und mit diesem Plugin kannst du dann, werden deine E-Mails aus WordPress dann eben über SMTP versendet und der Fehler ist dann in der Regel nicht mehr vorhanden. Und also wenn du Probleme mit den E-Mails hast, dann installier dieses Plugin, das verwende ich auch, oder irgendein anderes SMTP-Plugin für WordPress. Okay, jetzt wollte ich schon zum nächsten Plugin kommen, aber ich habe gesehen, dass ich die 10 Plugins, die ich ausgewählt habe, jetzt eigentlich schon durch habe. Das war's eigentlich, aber schau doch auf meinem Blogbeitrag vorbei, denn da habe ich eben, wie gesagt, die 20 besten WordPress-Plugins. Und diesen Blogbeitrag werde ich auch, ich glaube, ich muss ihn auch wieder mal aktualisieren, aber da sind eben alle Plugins drinnen und verlinkt und so weiter. Also da findest du alle Plugins. Das sind natürlich nur meine Empfehlungen und an der Stelle würde mich jetzt nochmal interessieren, was deine Top-Plugins sind. Und wie gesagt, nehm den Titel die 10 besten Plugins nicht allzu ernst. Das ist ein bisschen Clickbait. Ich weiß, jeder hat seine anderen Favoriten, aber ich denke, ich habe hier jetzt schon mal eine Auswahl an für viele Einsatzgebiete sehr sinnvollen Plugins gezeigt. Auf meinem Blogbeitrag gibt es zum Ende dann auch noch ein bisschen eine kritische Auseinandersetzung mit Plugins, wo ich auch nochmal darauf eingehe, dass du eben nur so viele Plugins installieren solltest, also nur diese, die du wirklich benötigst, auch nicht irgendwie Plugins, die eine ähnliche Funktionalität haben. Zu viele Plugins sind halt auch ein erhöhtes Sicherheitsrisiko, zum Beispiel auch durch eine Inkompatibilität bei Updates oder natürlich auch, kann sich die Ladezeit verschlechtern, wenn man mehr Plugins installiert. Also die einen haben einen größeren Impact, die anderen wiederum einen kleineren Impact. Elementor als Page Builder hat natürlich einen größeren Impact, bietet dafür aber wieder viele Funktionen. Man kann sich dann wieder andere Plugins sparen. Also das ist oft so ein Nullsummenspiel. Aber das war jetzt mal so meine Empfehlung. Wie gesagt, der Link zumindest zum Blogbeitrag ist in der Videobeschreibung und zu allen anderen Dingen, die ich da jetzt auch mal im Video gesagt habe. Ich hoffe, ich vergesse keine Links. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!